Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Wie ihr schon am Titel gesehen habt, sprechen wir heute über die Neuerungen, über die Änderungen, die eBay hier an alle gewerblichen Händler versendet hat. Vielleicht hast du diese Nachricht auch bekommen. Wenn nicht, dann schau dir gerne das gleich direkt einmal an. Wir gehen alle Punkte durch. Es sind viele Neuerungen, die auf uns zukommen bei eBay. Die eine gut, die andere schlecht. Jedoch lohnt es sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Und das Ganze gucken wir uns direkt an meinem Notebook an. Lass uns loslegen. Ja, Freunde, lasst uns mal die ganzen Änderungen mal anschauen, was uns hier eBay in dem Newsletter bzw. in der Nachricht, die wir von eBay bekommen haben, mitgeteilt hat, was sich bis Ende dieses Jahres, ab September quasi schon ändert. Diese Nachricht kam, wie ihr sehen könnt, am 9.9. bei mir ein und ich denke, das haben die an alle versendet. Und ja, News für gewerbliche Verkäufer ab September 2020. Wir werden uns das Ganze einmal punktartig anschauen, also auf diverse Themen und Änderungen werde ich ein separates Video machen, weil es dieses Video sonst sprengen würde. Deshalb lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen, so bleibst du up to date. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an, gehen von oben nach unten und wie wir sehen, haben wir hier die erste große Sache. 50% Rabatt auf Verkäufe mit unseren Marketing-Tools. Auf die Verkaufsprovision versteht sich natürlich. Es gibt verschiedene Marketing-Tools, die uns eBay hier an die Hand gibt und die wir nutzen können. Und in dem Falle wäre es so, wenn du in den nächsten 4 Wochen einen neu eingestellten Artikel mit einem Marketing-Tool inserierst, dann kriegst du 50% Rabatt auf die Verkaufsprovision. Was sind zum Beispiel Marketing-Tools? Das sind zum Beispiel Anzeigen, wozu ich schon mal ein Video gemacht habe. Das kannst du dir hier oben anschauen, eBay-Anzeigen. Und zum Beispiel auch Multirabatt. Das wäre zum Beispiel, wenn du mehrere Artikel an Kunden verkaufst, beziehungsweise ein Kunde nimmt mehrere Artikel ab, dann kriegt er pro weiterem Artikel einen gewissen Rabatt, den du selbst festlegen kannst. Und dafür bietet dir eBay natürlich einen Provisionsrabatt von 50% laut dieser Nachricht. Ja, soweit so gut. Wenn du diese Nachricht auch bekommen kannst, dann kannst du jetzt Preisaktion freischalten und dann nimmst du automatisch an dieser Aktion teil. So wirst du dann auch für neu eingestellte Artikel 50% Rabatt bekommen. So, des Weiteren Updates zu Artikelmerkmalen. eBay macht hier ständig irgendwelche neuen Merkmale, wo diese Merkmale sind ja für den Filter gedacht, wo ein Kunde beispielsweise einen Filter setzen kann und dann diverse Artikel so gesagt ausgefiltert werden. Und hier hat eBay sich wieder was Neues einfallen lassen und haben natürlich für diverse Kategorien und Artikel wieder neue Merkmale hinzugefügt. Genau, Updates zu Artikelmerkmalen. Wir sehen hier ab dem 9. September wird sich da einiges ändern und zwar zum Teil sogar ab sofort, genau. Und zwar zur Erinnerung, Artikelmerkmale in bestimmten Kategorien werden verpflichtet. Ja, und das sind zum Beispiel Haus und Garten, Elektronik, Uhren, Business, Industrie und Sportartikel. Ja. Neue Artikelmerkmale für einige Kategorien sind aber dazu gekommen. Das sind zum Beispiel hier genau die gleichen. Zum Teil hier auch Beauty und Gesundheit ist hier auch mit inbegriffen. Musikinstrumente auch. Also wenn du diese Kategorien verkaufen solltest oder in diesen Kategorien verkaufst, dann solltest du dir da mal schleunigst anschauen, ob da Artikelmerkmale ergänzt werden sollten oder geändert werden sollten. Das solltest du auch machen, denn das ist sehr relevant für deine Verkaufsrating. Natürlich ist es immer ein bisschen mühsamer, aber das sollte man einmal fertig machen und dann hat man eine Zeit lang wieder Ruhe. Gut, schauen wir uns dann die nächste Neuerung an. Das wäre geänderte Anzeigen von E-Mail-Adressen. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, ein bisschen traurig gemacht, eher gesagt ein bisschen mehr traurig gemacht, weil eBay war so gesagt der einzige Marktplatz noch meines Wissens, der E-Mail-Adressen 1:1 vom Kunden an dich übermittelt. Das heißt, du kannst diesen Kunden, den du gewonnen hast über eBay, weiterhin über dein eigenes Shop-System oder über ein Marketing-E-Mail-Tool weiterhin ja, mit News versorgen und für weitere Käufe natürlich animieren.
Das Ganze wird hier demnächst ein Ende haben, denn eBay führt jetzt hier für alle Transaktionen diese Alias oder Alias E-Mail-Adressen ein. Das heißt, die E-Mail-Adressen werden nun verschlüsselt übergeben. Noch ist es nicht der Fall, jedoch werden die das ab einem, ich denke ab Herbst dieses Jahres umsetzen, dass alle E-Mail-Adressen dann verschlüsselt an uns übermittelt werden und wir diesen Kunden nur noch über eBay kontaktieren können und nicht mehr privat. Sehr schade, aber man sieht es, eBay passt sich hier den anderen Marktplätzen an und da haben die natürlich volles Recht zu. So, Updates zur neuen Zahlungsabwicklung folgt auch. Ich habe ein Video, hier oben findest du das auch, gemacht dazu, wie man die neue Zahlungsabwicklung sich dafür anmeldet. In der Zwischenzeit bin ich auch schon in der neuen Zahlungsabwicklung übernommen worden und nutze diese auch. Das heißt, eBay erhält alle Zahlungen und zahlt es dir aufs Konto aus. Früher war das ja noch alles separat. Und jetzt kommt auch hier eine weitere Zahlungsabwicklung, Zahlungsmethode dazu, und zwar von Klarna mit Sofortüberweisung. Kann der Kunde ab sofort zahlen, beziehungsweise im September wird das Ganze umgesetzt, vielleicht bis Ende September. Und ja, eine sehr interessante Sache. Klarna kennen sehr viele und nutzen sehr viele, ist zwar nur Sofortüberweisung, jedoch hat man da auch einen Käuferschutz. Was noch attraktiver wäre von Klarna, ist der Kauf auf Rechnung. Das bietet eBay hier noch nicht an. Ich denke, das wird aber in Zukunft auch noch folgen, weil das wird noch mehr Kunden natürlich an eBay binden und das Ganze interessanter machen. So, Neues beim Versand. Was haben wir hier? Und zwar erweitert eBay das Fulfillment-Programm. Wer Amazon kennt, da gibt es ja den FBA. Hier wäre es beispielsweise genau nach dem gleichen Prinzip, nur eBay hat hier externe Firmen, die sie an die Hand nimmt und das Ganze abwickeln lässt. Amazon hat ihre eigenen Lager, eBay leider nicht. Das machen die dann extern. Jedoch funktioniert das im gleichen Prinzip. Das heißt, man liefert seine Waren an die externe Firma ein und lässt sie da verwalten. Und wenn ein Kunde was bestellt, werden diese Waren von dem aus versendet. Wir gucken uns das kurz und knackig mal eben an. Ja, wie wir hier sehen, das gibt es schon etwas länger, was das eBay Fulfillment Programm anbietet. Jedoch kommen hier einige neue dazu. Und zwar ab November 2020 launcht der Plattform eBay Versand bei Packlink. Das wäre eine Organisation, die das übernimmt. Ab Herbst 2020 wird dann eBay eine Beta-Version starten des neuen Programms eBay Fulfillment bei Orange Connex. Sagt mir jetzt so nichts, ich kenne diese Firmen nicht. Und ja, dann wird auch neue Kennzeichnungen von Angeboten mit schnellen und kostenlosen Versand erfolgen. Was heißt das? Das wird zum Beispiel eine Kennzeichnung sein, wie bei Amazon, Amazon Prime drunter steht. Klar versendet das nicht immer gleich Amazon, jedoch wird hier eBay ein Vermerk machen, dass da ein super schneller Versand erfolgte durch diese externe Firma und so gesagt noch schnellerer Versand gewährleistet wird, als es jetzt schon der Fall ist. Und ja, man kann sich hier auf jeden Fall das Ganze nochmal anschauen. Ich werde dazu auch ein separates Video machen, damit man das Ganze sich nochmal anschaut. Wir sehen hier, ab 100 Sendungen pro Woche profitiert man von Rabatten. Dann haben wir hier, dass wir in 20 verschiedene EU-Länder versenden können. Und hier sehen wir dann auch, ja, 3,77 Euro ab 3,77 Euro netto Versandpauschale. Das wird alles nach Gewicht dann beurteilt und das Ganze sieht echt attraktiv aus. Ich selbst nutze es noch nicht, werde es eventuell machen, jedoch werde ich mich damit noch besser befassen und dazu dann ein separates Video machen und euch meine Erfahrungen teilen. Schauen wir uns die weiteren News an. Das wären Neuerungen bei Anzeigen. Anzeigen, wie gesagt, habe ich schon ein Video zu gemacht, findest du in der Infobox. Hier haben die jetzt eine Neuerung dazu genommen. Übrigens haben mir ein paar Zuschauer geschrieben, dass diese Option Anzeigen erst möglich ist, wenn man einen Umsatz von mindestens 1.000 Euro erzielt hat bei eBay.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Zwar bin ich schon länger bei eBay tätig, ich glaube, da gab es auch noch gar keine Anzeigen. Und da muss ich ehrlich sagen, kann ich leider nicht aus Erfahrung sprechen. Wenn das dich auch betrifft, dass du erst ab 1.000 € Anzeigen schalten kannst auf deine Angebote, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Mich würde es freuen, davon zu hören, ob es denn wirklich so ist. Jedoch haben schon einige Zuschauer davon berichtet. Jetzt kommt eine Neuerung, dass eBay-Anzeigen nur geschaltet werden können, wenn man Top-Bewertungen-Status hat. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, findest du auch oben in der Infobox. Oder überdurchschnittlich, ja, das ist rein theoretisch recht, ja, einfach zu erreichen. Also zumindest überdurchschnittlich sollte man sein bei eBay, sonst sollte man mit eBay auch nicht unbedingt handeln. Ja, soweit so gut. Verbesserte Verkaufsberichte im Performance Tab. Das heißt, im Verkäufer-Cockpit Pro haben wir die Mo Möglichkeit, in dem Reiter Performance uns unsere Geschäftszahlen anzuschauen und ja, ein bisschen unser Geschäft zu verstehen, wie läuft wann gut und welche Angebote sollten wir eventuell ein bisschen korrigieren. Und ja, da gibt es halt neue und verbesserte Verkaufsberichte. Da werden wir definitiv auch einen Blick drauf werfen. Und das folgt, wie gesagt, in einem weiteren Video. Dann gibt es ein neues Abwesenheitstool. Auch sehr interessant, also wer vielleicht schon mal das Abwesenheitstool, was es jetzt gibt, schon benutzt hat, der weiß, dass man sich auf einen Urlaubsmodus zum Beispiel setzen kann, wenn man im Urlaub ist, dass man nicht direkt versenden kann und da wird auch bislang immer noch ein Vermerk beim Artikel gesetzt. Nicht, dass der Kunde denkt, er bestellt und dann kriegt er es in den nächsten Tagen, sondern er wird auch schon informiert, dass der Verkäufer, in dem Falle wir, erst in einer oder 2 Wochen versenden kann. Und da soll es jetzt auf jeden Fall eine Neuerung geben, habe ich mir noch nicht angeschaut, werden wir auch gemeinsam machen. Dazu auch noch ein separates Video. Und dann wichtige Änderung bei der Umsatzsteuer im Jahr 2021, also nächstes Jahr ab Januar, wird es Änderungen bei der umsatzsteuerlichen Behandlung von Importen nach Großbritannien geben. Okay. Und ab dem 1. Juli 2021 für Importe in die EU sowie bei bestimmten Sendungen innerhalb der EU. Okay, auch sehr interessant. Wird, denke ich, auch in einem separaten Video folgen. Das ist ein Thema, was sicherlich ein bisschen umfangreicher ist, dass wir uns das Ganze direkt mal anschauen und das, wie gesagt, in einem separaten Video. Und dann kommen wir schon zum Schluss. Zu guter Letzt hat eBay hier ein neues Event gestartet, beziehungsweise das machen die jedes Jahr. Dieses Jahr wird das digital erfolgen. Wir sehen hier eBay Open Digital 2020. Und zwar hat eBay hier geplant, dass man ja quasi in so einem Online-Seminar beziehungsweise Online-Auftritt die Neuerung von eBay mitbekommt. Ich habe da irgendwo schon die Preise von gesehen. Ich glaube, hier oben war das genau. Hier mehr erfahren. Genau, hier ist das eBay Open Digital 2020 und zwar am 6. und 7. Oktober wird das Ganze stattfinden. Es kostet 19,95 € pro Person und ihr könnt euch hier 20 Stunden Live-Sessions anschauen aus der eBay-Zentrale und 20 Tage bekommt ihr dann auch Zugriff auf die ganzen, also auf die Mediathek und die ganzen Sessions dann nochmal zum Nachschauen. Ich weiß nicht, ob ich mir das kaufe, eventuell schon, mal gucken. Im Großen und Ganzen vermute ich mal, dass die Neuerungen, die wir jetzt hier durchgegangen sind, einfach nochmal besprochen werden und das Ganze nochmal ins Detail erklärt wird. Ich sage euch so, ihr könnt euch das Geld sparen. Abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video und ich werde detaillierte Videos zu den einzelnen Themen machen, so dass ihr dann auf dem aktuellsten Stand der Dinge seid und das Ganze kostenlos. Ich verlange dafür kein Geld. So viel zu den Änderungen und Neuerungen von eBay. Wie gesagt, die weiteren Videos und detaillierten Videos werden dazu folgen. Deshalb lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Sollte dir das Video gefallen haben, dann gib mir gerne einen Daumen hoch und verpasse nicht die anderen Videos. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Tschüss.